da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Ja, ja, ich öffne das Tor. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Tötet sie! Gib mir deine verdammte Beute! So kommst du nicht mit dann rein, weil die Blattschatz lassen dich nicht halten. Wenn du schon antwortest, wird einer von ihnen aussieht. Verdammt mit deiner Verwandten aus, wenn du es weißt. Die besorgte so friedlich bin. Ellie wohnt weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig, amigo. Im Ernst. In The Dust angekommen, was? Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber das wurdest du nicht. Also, Joku und so. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen! Hehe, das war super! Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen! Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler? Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Mach das doch, sie umzulegen. Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann... Ein Dekoteil mehr! Ride-Station wieder zum Laufen gekriegt. Spring dein Kiesel in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. Hab meinen Truck gerade für die Banditenteile hergerichtet. Bring noch ein paar, dann sind wir fertig.
Banditen mehr und du hast Glück. Ich esse ja. Was? Du kannst mich nicht stoppen. Hast du jetzt bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird, als unbedingt nötig. Deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-a-Ride-System reinkriegen. Willst du mir meiner Sache? Hast du diese Kühlerhauben-Ornamente gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben? Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Oh, was ist in der Kiste? Du kannst mich nicht stoppen! Duh. Satt und kam hier, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich das gut, dass ich mich verknallt haben könnte. Was? Mann, schau dir das Design an. Wie ein Adler, der am nächtlichen Himmel seine Kreise zieht. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund mit und Mörder Titten hat.
bestes Gefühl aller Zeiten! Verteil die Ornamente einfach rundum in der Garage. Der Laden wird spitze aussehen, wenn wir die angebracht haben. Das ist mein Favorit. Statistisch heiß! Sind das die sichersten Karren auf Pandora? Ich lese euch mal eine Zahl vor. 23, 806. Das da sieht gut aus. Ausstattung, was für ein Tag! Hast du mal deinen eigenen Tod vorgetäuscht? Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln, aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Ich könnte es dir sagen, aber... Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Coptertrupp geschmissen und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopfvolleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Yeah.
Schnapp dir die Wollebälle und etwas Jet-Treibstoff!
das Zeug! Du hast keine Zeit nachzudenken! Wenn du nachdenkst, bist du tot! Gut, zur Abwechslung mal niemanden zu killen. Hält aber vermutlich nicht lange an. Dann verliere ich wieder den Verstand und brülle irgendwas über Fleisch und Körperflüssigkeiten daher. Aber für jetzt fühlt es sich gut an.
Zeit zu sterben! Danke, na, kleiner Prinz! Jetzt trinke ihr Volleyball, jetzt mit Treibstoff und koste die Vasalle! Wenn ich dich weg...